Oh mein Gott, Freunde, mein kleiner Bruder Finn hat einfach mal einen Diss-Track gegen mich gemacht und wir schauen ihn uns jetzt das allererste Mal zusammen an. Ja, ich bin sehr gespannt, ich weiß nicht, was mich erwartet, Leute. Ja, ich würde sagen, let's go. In meiner Schule habe ich viel mehr Chicks. Haha, lol. Digga, was? Als ob Finn so Chicks in der Schule am Start hat? Klau dir 100.000 Gems wieder. Ey, das stimmt sogar. Ey, glaub mir mal nicht wieder 100.000 Gems, Finn. Steck dich in einen Topf. Diese Line. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier auf jeden Fall beim Diss-Track am Start. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr meint. Kleiner Bruder Finn übrigens zusammen mit Ali gemacht hat. Also natürlich kann er sowas nicht alleine machen. Ali hat ihm dabei geholfen, also mein Cutter. Und ja, dementsprechend, ich bin gespannt. Wir starten einfach mal rein. Let's go. Okay. Ey. Digga, was hat Finn wieder hier gemacht, Alter? Yo. Lukas, pass auf. Hier ist Finn. Okay, aber der Beat ist, glaube ich, schon mal sehr krass. Also muss man wirklich sagen, er hat hier so ein bisschen im Brawl Stars-Style gemacht, bisschen gefilmt, okay. Und du wirst jetzt in diesem Diss-Track einfach nur zerstört. Oha, ich werde zerstört, Digga. Also Finn, was geht denn da bei dir ab, ne? Muss ich aber wirklich mal sagen hier. Okay. Yo. Ja, yo. Okay. Hey Lukas, ich bin dein kleiner Bruder Finn. Hör mir genau zu, denn dieser Diss macht Sinn. Ich hab in Brawl Stars viel mehr Skill. Digga. Oh mein Gott. Also als ob Finn mehr Skill hat als ich, okay? Im 1 gegen 1. 1 versus 1 hole ich jeden Kill. Lol. Ja, okay, gegen Max vielleicht, aber nicht gegen mich, Finn, ne? Also weiß ich ja nicht. In meinen Videos mache ich viel mehr Klick. Hä? Was? Yo, oha, was, Digga, was ist das denn hier? Ja, okay, 89.000, vor einem Jahr, vor 3 Tagen 40.000. Okay, nach 3 Tagen und einem Jahr, Finn, da kann man ja auch nicht das Ganze so gut vergleichen, ne? Ich habe ja auch Videos, die mehr Aufrufe haben als die Finn-Videos, ne? Mensch, Finn, ey, aber okay, ist auf jeden Fall lustig gemeint, hoffentlich, ne? In meiner Schule habe ich viel mehr Chicks. Haha, lol. Digga, was? Als ob Finn so Chicks in der Schule am Start hat? Digga, Finn ist 9. Bro, du bist 9 Jahre alt, also ich weiß nicht, was bei dir abgeht in der Schule, ne, aber okay. In Brawl Stars, da kenn ich viel mehr Tricks. Das bezweifle ich auch mal. Gegen Max und mich, da machst du nix. Na, Lukas, hast du schon Angst? Ich... Digga, nein, hab ich nicht, Finn. Komm mit Edgar, zerstöre dich. Ah, okay. Guck dich mal an, du bist ein Fisch. Digga, wir sehen uns übelst ähnlich, Digga. Wenn, dann bist du auch ein Fisch. Haust wie ein Dummi auf deinen Tisch, du. Ja, wenn ich ausraste, dann tue ich das schon mal machen, das stimmt. Lukas, ich bin erst 9, aber schon viel krasser als du, Lukas. Digga, diese Disses, ne, macht auf jeden Fall Sinn, Finn, muss ich dir schon lassen. Du kannst dich freuen, dieser Diss ist richtig gut. Also dann freue ich mich ja eigentlich nicht, wenn der Diss richtig gut ist, oder? Also, ja, aber... Gut, man muss auch nochmal sagen, Digga, also jetzt bisher schon mal mein Feedback. Ey, Finn, no joke, du kannst richtig gut rappen, Alter. Was ist denn da los? Also hätte ich vielleicht lieber mit dir damals meinen Song machen sollen, ne? Den Legendär-Song, Leute, falls ihr den noch nicht gesehen habt. Auf jeden Fall auch nice. Man versteht Finn ja ein bisschen schlecht, weil er noch nicht im Stimmbruch ist. Deswegen ist ja gut, auf jeden Fall, dass das ein Untertitel ist, ne? Gut gemacht hier von Ali auf jeden Fall auch. Ja, und, Digga, der Beat, der knallt gut rein, muss ich sagen. Also, da muss ich sagen, Finn, Respekt, da hast du schon mal gut Gas gegeben, ne? Alter, wie lange hat er dafür gebraucht? Ein paar Tage bestimmt, ne? Na, Lukas, was willst du machen? Du wurdest offiziell zerstört. Hä, okay, ja, weiß ich ja nicht. Ja, aber, warte noch kurz, ich bin noch nicht fertig. Oha, Digga, jetzt legt er erst richtig los, oder was, dir? Bester Brawl Stars Spieler, klau dir 100.000 Gems wieder. Ey, das stimmt sogar. Ey, klau mir mal nicht wieder 100.000 Gems, Finn.
Oh mein Gott. Wieder mein bester. Also er hat mir wirklich, glaube ich, sogar schon viel mehr als 100.000 Gems geklaut. Vielleicht 200.000. Der Freund Max prankt dich immer. Ja, Digga, Max ist auch so ein Kandidat, ne? Digga, jedes Mal prankt er mich, Alter. Ich kann dem gar nicht mehr vertrauen. Also Kevin, ne, du musst mal deinen kleinen Bruder ein bisschen erziehen. Das wird ja immer schlimmer. Du kannst dich tun, deine Abonnenten feiern mich. Digga, 41.000 Likes, mashallah, ey. Mehr Likes als manche Videos von mir. Krass, also Leute, feiert ihr Finn, dann schreibt das mal in die Kommentare, ja? Viel, viel mehr als du jemals bist. Im Brothers Battle, da gewinn ich immer. Aber beide nicht, das macht's nur schlimmer. Ja, okay, ist ja okay, ich weine nicht Finn, ne? Ich weine nicht, aber okay, ich muss schon sagen, ey, ich muss schon sagen, der ist schon nicht schlecht, der Diss-Track. Ohne Witz, Alter. Als hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass Finn so einen guten Diss-Track macht, wirklich. Na, Lukas, was ist jetzt? Du bist ein Melonenkopf. Ja, Digga, das musste ja kommen, ist ja gut, aber du wirst auch mal ein Melonenkopf, wenn du älter bist, Finn. Komm mal zu mir, denn ich... Vor allem, er hat das in meinem Zimmer aufgenommen, Digga. Wann hat er das gemacht? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Steck dich in einen Topf, Lukas. Diese Line, denn er steckt mich in einen Topf, Bruder. Finn, wieso steckt man eine Melone überhaupt in den Topf und wieso willst du mich in einen Topf stecken? Wenn, dann stecke ich dich ins Klo, Kopf über. Lukas, ich bin erst 9, aber schon viel krasser als du. Lukas, du kannst dich freuen, dieser Diss ist richtig gut. Finn hat sich richtig Mühe gegeben, ich finde das süß. So, Lukas, du wurdest offiziell zerstört. Ja, weiß ich ja nicht, ob ich offiziell zerstört wurde. Was willst du noch machen? Kauf mir einfach wieder Gems, okay? Jo, wahrscheinlich. Und damit, ciao. Jetzt kaufe ich dir keine Gems mehr für nie wieder. Lol, wie er den Beat noch fühlt. Was jetzt, hä? Ah, okay. Ciao, ciao. Okay, Leute, meine Feedback auf jeden Fall. Also, ey, no joke, ich hätte nicht damit gerechnet, dass Finn hier so einen krassen Diss-Track raushaut. Finde ich mega krass. Feiere ich auf jeden Fall persönlich. Ja, also ich muss sagen, ist sehr, sehr nice, fühle ich. Finn hat das auf jeden Fall sehr stark gemacht, finde ich persönlich. Aber, ne, ich fühle mich jetzt auf jeden Fall nicht gedisst oder so. Ich glaube, ja gut, Finn ist halt auch noch 9 Jahre alt, ne. Ist ja klar, dass er jetzt noch nicht so aufs Ganze gegangen ist hier. Aber Finn, warte nur mal ab, bis ich einen Diss-Track gegen dich mache. Dann wirst du, glaube ich, wirklich weinen. Nee, Spaß beiseite, das mache ich natürlich nicht, Leute. Das ist ja noch ein kleiner Bruder. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, aber euch hat auch dieser Diss-Track gefallen. Lasst ganz, ganz wichtig unbedingt mal ein Like, dann kostenlos Abo für diese Aktion, Leute. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Leute, ich würde auch sagen, ich bin damit raus. Ja, Finn, ne, kriegt jetzt erstmal ein bisschen Ärger von mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns und damit... Ciao, ciao.